Today I'm on the way to the most popular fair for consultants here in Upper Austria. Schauen wir vielleicht da eine Minute in die Produktankündigung des Videos rein. Da, das wird mit ersten Testkunden jetzt schon ausgerollt, wird einfach mit dem Release-Zyklus kommen von Anwendungen wie, ich habe ein Word-Dokument. Der großen Fragen, ja. Auf alle Fälle nicht mit sehr, sehr vielen Diskussionen. So, wir kommen zur nächsten Frage. Ja, du eben, dass es besser funktioniert. Ihrer Meinung nach, das meiste CO2 ist jetzt hier aufgepasst. Das besser anzupassen, das kann man so als Feinschliff sehen. Das braucht aber, glaube ich, nur 1% der ganzen Rechentätigkeit. Das meiste ist schon in dem Schritt vorher passiert. Das war, soweit mal, was Texte betrifft. Grundverständnis, wie die arbeiten, zwei paar Forschungsprojekte kurz aufgelistet, aber das soll Ihnen auch zeigen, in welchen unterschiedlichen Bereichen man das schon einsetzen kann. Das sind alles lokale Unternehmen. Eines ist Marketingdaten, Personendaten auszuwerten für das Online-Marketing, richtige Zielgruppen zu finden, die richtigen Botschaften zu schreiben, die Leute anzusprechen, das nicht händisch, sondern automatisiert. Kein Anwalt sagen, ich lasse mir irgendetwas von einem Schriftstück von ChatGPT schreiben. Zumindest jetzt hier auf der Bühne wird es jeder leugnen. Also ich weiß von befreundeten Anwälten, dass sie sich Dinge damit schreiben lassen. Naja, von einerseits Social Media Bereich, der natürlich an sich schon spannend ist, wo man sich selbst immer wieder mal die Frage stellt, naja, ist es Fluch, ist es Segen, was bringt es mir, wo kann ich profitieren, wofür? Und davon gibt es eben immer mehr. Die bewegen sich aber eben auch nicht auf der Plattform TikTok oder auf Instagram oder Facebook, sondern eben auf LinkedIn. Und das ist in meinen Augen etwas, denn ich muss ja nicht nur über mich berichten, sondern wenn ich noch keine Erfolgsgeschichten habe, dann berichte ich halt über andere Unternehmer, über andere Unternehmen, die schon Erfolgsgeschichten geschrieben haben. Und das war damals meine Herangehensweise, nicht über mich zu sprechen, sondern zu interviewen und diesen Content hochzuladen. Unbewusst in die KI verlagern und die Autoritäten nach und nach abgeben, dann werden wir vielleicht so ein Homo obsoletus, der überflüssige Mensch. Die Lichter sind an, aber es ist niemand zu Hause, der sie wahrnimmt. Und da zu navigieren und versuchen zu sagen, ja was, auf welche Annahmen beruht meine These, meine Antwort? Was nehme ich zugrunde? Die Welt ist im Kern nicht erklärbar. Erklärt uns die Quantenphysik, die Metaphysik. Alles beruht auf Annahmen. Was sind deine Annahmen für deine Lösung, deine Antwort? ChatGPT und GPT-4 vorstellen wie der iPhone 1. Bloß ist die Geschwindigkeit, wie er das hat. Das heißt, das Thema ist schon kritisch, aber natürlich auch viele Chancen. Kurzfristig für die das Nutzen, eine gute Fragestellung ist gigantisch. Also das ist auch kreativ, die Reflexion, die Gespräche, die du führen kannst, die ist schon erschreckend, aber auch sehr faszinierend.